So Leute, wir sind drin und es gibt hier tatsächlich noch einen Lichtschalter. Wir haben also hier das Licht angemacht. Hier geht's runter in das Gebäude. Und es brennt wirklich noch Licht, mega. So, man kann hier links abbiegen, es brennt überall noch Licht. Und hier rechts haben wir auch noch einen Bereich. Krass. Unten ist eine Sumpfpumpe. Die hatte ich auch mal bei mir zu Hause. Krass. Heftig. Oh, Gasdrucktür. Hier muss man aufpassen, dass man nicht reinplumpst. Und hier Gausemeier Dortmund. Und hier der Fußboden. Deswegen ist das Promi-Bunker. Hier haben damals Promis gelebt während des Zweiten Weltkrieges und die hatten dann hier ihre Räume. Krass. Das scheint eine alte Matratze zu sein. Und hier, das kennen wir aus dem anderen Bunker aus Dortmund. Nächstes Mal bitte auch Licht hinten in der Bar, danke. Krass. Das ist natürlich ein richtig cooles Objekt, Leute. Mal schauen, ob wir hier irgendwas finden auf dem Boden. Wow, krasser Zustand. So, bevor wir jetzt jeden einzelnen Raum durchstöbern, gehen wir aber erstmal ein paar Meter. Können hier noch eine alte Jacke sehen. Ein Teppich. Richtig krass. Oh, das ist natürlich schon... Jeder Raum hat einen anderen Teppich. Und das hier in dem Mittelgang... Ein Teppich war, wie gesagt, sehe ich zum ersten Mal. Richtig cool. Richtig cooles Ding. Wow. Hier sind sogar noch Tapeten dran, Leute. Und ein altes Waschbecken. Mal gucken, ob das Wasser noch geht. Nee, das geht nicht. Manche Leute nennen den auch den Hotelbunker. Völlig unterschiedlich. Boah. Mega Zustand, Leute. Toilette. Boah, hier hat einer hingemacht. Alte Farbe. Noch ein altes Handtuch, Leute. Boah, steht das hier? Ja, Herrentoilette. Man riecht's auch. Hier war der Raum 22. Noch mit einem alten Spiegel. Ja, aber komplett vergilbt. Total verwinkelt. Und man muss aufpassen, dass man nirgendwo reinfällt. Das wird wahrscheinlich der zweite Ausgang gewesen sein. Oh, guckt euch das mal an. Die Tür. Wunderschön. Ja, hier ist zugemauert. Oh, Ziegler. Das war wahrscheinlich der Bunkerwart. Was haben wir hier? Alte Sicherungsautomaten. Hier kam der alte Strom. Das hat es komplett neu gemacht. Und hier haben wir die Heizung. Als ob das noch funktioniert. Boah, krass. Guckt euch das mal an. Heftigst. Oh mein Gott. Also, richtig krasses Teil. Krasser Bunker. Die haben schon echt lange gewartet, bis dieser Bunker auf war. Und jetzt haben wir einen Tipp bekommen und sind echt noch heute losgefahren. Und enttäuscht wurden wir definitiv nicht. Hier befinden wir uns gerade in dem alten Heizungskeller. Zwei Öfen waren hier vorhanden, hatte ich gerade schon mal eingeblendet. Hier sieht man noch die Thermostaten. Und hier Vorlauf Lufthitzer, Vorlauf Raumheizung. Alles noch da. Richtig guter Zustand. Motorschutzschalter. Und... Hier ist ein Ausgussbecken, eine alte Zeitung und wir gehen weiter zurück. Auch hier wieder alten Teppich, ein Spiegel. Oh, cool. Richtig cool, oder? Ein alter Setzkasten, eine Vitrine. Nice. Was haben wir hier? Boah!
Entlastungsmotor, Adalstraße. Sicherungen, Heizungszähler, Kraftzähler. Wow, richtig gut. Also Zustand ist grandios. Und der Hauptschalter ist aus. Mega. Was haben wir hier? Hallo, Emily. Wow, noch ein Setzkasten. Eine alte Tür. Die ist allerdings zerstört. Das ist schon richtig nett gemacht hier, muss ich sagen. Das gefällt mir außerordentlich gut. Hier ist die Küche, die ehemalige. Viel zu sehen ist nicht mehr, aber stinkt. Und die hat sich immer verletzt. Mal schauen, ob die Tür auf ist. Jo. So, Oliver, kurz das Briefing. Wie gefällt es dir? Geil. Ja? Ey, das ist mal nobler. Richtig, ne? Ist richtig nobel. Überall Teppichboden drin. Aha. Guck dir mal hier diese geile Tapete an. Mega, oder? Das alles, war... alles tut so wie ein Lichtschalter. Aha. Die leuchten sogar. Hammer, ey. Guck jetzt. Aha. Yo. Da. Aber richtig Porno, oder? Also echt Porno. Richtig schön. Flucati. Richtig cool, ey. Da gehen wir mal an die Mädels. Berufsgenossenschaft, Nahrungsmittel, Gaststätten. Also hier war die Bar, Leute. Das war die Bar, sogar noch ein alter, er hat das Fensterglas. Was? Emily, was sagst du? Oliver? Ne, wie findest du den Laden? Sehr schön. Ja. Ja. Kannst du mir mal eben leuchten? Ja. Bitte? Hier sogar noch die alte Lampe, Leute. Boah, wie cool das aussieht, oder? Mega. Lisa, wie gefällt's dir? Richtig gut. Ja. Richtig schön. Also... hier konnte man es aushalten. Ja, ne? Selbst wenn oben die Bomben gefallen sind. Völlig egal. Und hier hat eine Help dran geschrieben. So nur minimalste Schmiere rein. Und wir haben hier noch was auf dem Boden gesehen. Leute, haltet die Gabeln bereit. Hier kommen die herzhaften Stocki-Knödel. Stocki! Hotel Chess Mazone Chambres. Schade, dass das Ding kaputt ist, ne? Ja. Mega schade. Richtig schade. Oh. Hotel an Anna Hof. Hotel Anna Hof hieß das Ding mal. Für die Garderobe wird nicht gehaftet. Oh, guck mal hier. Hier waren die Schlüssel dran damals. Aufgeschlossen ist hier. Oh, hier ist wieder ein totes Tier. Richtig schönes Ding. Oben ist die Belüftung. Habt ihr mal die Räume gezählt? Guckt euch mal diesen schönen Teppich an. Zu früh gefreut. Und hier sind die Damentoiletten. Die riechen nicht mehr so schlimm. Aber sind beschissener. Puh. Boah. Krass. Mega. Schönes Ding. Leute, wirklich ein schönes Ding. Spiegel noch da. Hier eine alte Zeitung. 1983. Krass. Witzig. Bitte die Tür sofort fest verschließen. Danke. Der Boss. Waschraum. Now wash your hands. Englisch. The Health Education Council. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Also, ich gehe jetzt nochmal. Und die obligatorischen Schuhe, endlich. Ich habe mich schon gewundert. Und halbnackte Damen von 84. Okay. Richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, interviewe ich nochmal kurz die Emily. Hallo. Mega, mega. Wunderschön. Ja, wirklich. Ne? Was gefällt dir am besten? Der Ausgang. Hast du den gesehen? Mit den Spinnweben? Mega schön. Sehr gut. So, dann zeige ich euch mal, was mir am besten gefallen hat. Also, da stehen Lisa und der Oliver. Also, mir hat eigentlich mit am besten gefallen hier dieser Setzkasten. Haben sich wirklich viel Mühe gegeben mit den Unterlegdingern. Eine Fliege. Hier ist noch mal einer in groß. Richtig nice gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nirgendwo
entgegenlaufen. Und ja, das ist eigentlich so der geilste Raum von allen. Das ist wirklich der geilste Raum von allen. Guckt euch mal die Wände an. Mega, oder? Richtig schön. Und hier das alte Hotelschild. Leider existiert das nicht mehr. Das ist mein Highlight des Bunkers. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist es Zeit, Adieu zu sagen. Ich melde mich nochmal mit 2, 3 Bildern, wie wir aus dem Bunker rausgehen. Aber an dieser Stelle ist es, glaube ich, Zeit, Adieu zu sagen. Also wie gesagt, wenn ihr meinen Content feiert, da macht bitte das Plus weg, weil ich sehe immer noch, einige von euch schauen meinen Content, haben aber noch kein Like bzw. ein Abo dagelassen. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn die Community ein wenig wachsen würde. Und von daher, in diesem Sinne bin ich raus. Euer Random Life. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt.